Also wir haben jetzt schon 7:30 in der Früh, wir müssen hier langsam raus. Ja, probier. Scheiße! Fuck! Okay, ich das kannst du schaffen, nein, das kannst du schaffen. Für komm. Skateboard, Hammett. Komm. Was? Ist wieder abgeschlossen! So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Thief Simulator. Wir machen das gleich nochmal ordentlich. Es kam ein neues Update raus. Es gibt jetzt hier so ein paar Villen, luxuriöse Buden. Und an meiner Seite ist heute Hammett. Hammett, du warst früher professioneller Einbrecher und das auch übertrieben erfolgreich. Du hast gelebt mit Sportwegen und Jeanshosen, die 300 Euro wert sind und was weiß ich. Hast du alles im Galileo-Beitrag damals erzählt? Ich hatte eine tolle Wohnung. Mehrere Autos, also ich konnte jeden Sportwagen fahren, den ich will. Ich kann mit jeder Frau ausgehen, wie ich will. Manchmal bin ich auch einfach in den Flieger gestiegen, one way, und bin weg. Bist aber ausgestiegen. Und mittlerweile, du hast quasi die Seiten gewechselt, oder? Ja, das kann man so sagen. Also das war jetzt eine Ultraschnellversion von ja. mir. Aber ich denke, es trifft zu. Das heißt, was machst du heute? Ich bin Redakteur. Redakteur? Und versuchst ein bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen, oder? Ja, manchmal, wenn ich die Gelegenheit habe, mich einzubringen, dann versuche ich was Nachhaltiges zu machen, was präventiv irgendwie mal. Wir lachen zwar jetzt drüber, aber wenn man dann mal selber betroffen ist, ist es überhaupt nicht witzig. Mhm. Und was auch noch im Galileo-Beitrag zur Sprache kam, du hast in Wedding quasi jungen Leuten geholfen, nicht auf die rechte Bahn zu kommen. Auf die rechte Bahn zu kommen, nicht. Also du hast Jugendlichen dabei geholfen, nicht abzurutschen. Das heißt, so ein bisschen Jugendarbeit gemacht quasi. Ne? Ja, das war sehr erfolgreich. Ja. Das ging 2,5 Jahre. Ich habe die. Ich habe immer gedacht, was hätte ich jetzt gewollt, wenn damals. Ich in seinem Alter war. Ja. Also, ihr habt jetzt ein bisschen Eindruck bekommen von Hammett, warum er jetzt hier sitzt. Ja, dass ihr das auch versteht. 2-3 Jahre kam mir jetzt kein Video zu Thief Simulator. War früher hier, hat den Kanal geprägt, war ein heftiges Format. Aber seit 2 Jahren läuft hier nichts mehr. Und jetzt hat der Vinny den Hammett geschickt, dass der hier als Berater mal zur Seite steht, weil ich angeblich nichts mehr bringe. Dementsprechend machen wir heute alles so gemeinsam. Und damit eine Folge richtig gut starten kann, gibt es natürlich einen Schluck Kaffee. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Simulator! Willst du auch mal machen? Nein. Einer reicht. Das ist mein Unterschlupf, ja. Das sind meine Wägen. Ich habe auch einen dicken Van, falls ich mal richtig viel mitnehmen muss. Ansonsten, das ist meine Bude, das Auto habe ich geklaut. So, wir gucken jetzt mal, dass wir einen Auftrag ranholen. Also, Aufträge. Gesucht werden nur die luxuriösesten Gegenstände, Kleidung in limitierter Auflage, uralte Artefakte und weitere ungewöhnliche Beute, die du ihnen liefern kannst. Nimm den Auftrag an. Fahr zum Parkplatz von der 701. Nehmen wir das kleine Auto oder den großen? Groß ist immer auffällig. Ja, aber passt mehr rein. Ah, okay. Ne? Aber man kann... Pass auf, wir machen das mal. Wir nehmen mal den Van. So, jetzt fahren wir los. Da hinten. Ah, hier sollen wir parken. So, Jobs. Das einzigartige Surplus-Skateboard befindet sich im Gästehaus. Ein Skateboard, was 1600 Dollar wert ist. Das heißt, das hier ist das Objekt, die 701. Also, ich sag dir mal, wie ich das jetzt angehen würde. Ich würde jetzt vielleicht von einer erhöhten Position mit dem Fernglas ein bisschen angucken, was machen die Bewohner, wie sind deren Routinen. Gibt es irgendwie Kameras? Gibt es vielleicht Optionen, die ich sehe, wie man über die Mauer kommt? Ja? Ich würde erstmal klingeln. Weißt du, ob jemand da ist? Ja, was denn? Du kannst auch anrufen. Ich würde erstmal klingeln. Ja. Du, wenn da einer drin ist und du einbrichst, dann gibt es keine Bewährung mehr. Ah. Dann gibt es auf jeden Fall einen Knast. Okay, ich guck mal, ob ich klingeln kann, aber ich glaube nicht. Also hier draußen sehe ich jetzt keine Klingel. Aber eigentlich müsste ja doch eine Klingel. Warte, wir gucken uns mal um. Was man auch machen kann, ist, um zu ermitteln, ob jemand da ist, ob es eine Alarmanlage gibt. Du hebst einen Stein auf und wirfst eine Scheibe ein von einem Objekt. Und dann siehst du ja, ob das die Alarmanlage angeht oder nicht. Oder ob jemand zu Hause ist. Wenn du weißt, dass keiner zu Hause ist, die geht ja irgendwann aus. Ja, also wir haben jetzt hier keine Klingel. Ich muss mal einmal ganz kurz was gucken, ob ich alles eingepackt habe. Tapete? Ja, für meine Wohnung. Die habe ich noch im Kofferraum. Aber ich habe einen Signalkopierer dabei, ein Nachtsichtgerät, Mikrokameras. Die Mikrokameras, die befestige ich gerne irgendwo am Grundstück, damit ich dann sehe, wann die zur Arbeit gehen und wann die wiederkommen.
Das kann man auch von der Putzfrau rauskriegen oder von einem Handwerker, der drin gearbeitet hat. Ja, aber ist nicht so cool. Du bist ja nicht James Bond. Ja. Du willst ja das Skateboard rausholen. Ja, Putzfrau. Warte, man kann wirklich Tipps erkaufen. Du hast vollkommen recht. Aber ich muss das zu Hause machen. In der Basis am Computer. Da kontaktiere ich die. Pass auf. Wir können Tipps erkaufen. Sicherheitstipps. Da kostet ein Tipp 350. Müssen wir bestechen. Wenn du im Haus drin bist, zeigen die dir das Skateboard an oder musst du das noch suchen? Wir wissen, dass es im Gästehaus ist. Also wird es versteckt sein. Deswegen brauchen wir Tipps. Guck. Okay. Das Gästehaus hat eine unverschlossene Tür auf dem Balkon. Perfekt. Ich weiß auch schon, wie wir auf den Balkon kommen. Fein. Es gibt nur einen Wert, das ist Zeit. Es gibt nichts anderes, was wertvoll ist. Ja, aber noch starten wir ja nicht. Ja, aber du bist schon aktiv. Du wirst vielleicht aufgezeichnet. Das heißt, ich sollte jetzt schon die Maske anziehen. Nein, dann sieht man ja, dass du was vorhast. Die Maske setzt man immer bis hier auf, das aussieht wie eine Wollmütze. Dann mache ich das schon mal. Oder eine Brille. Pass auf, ich bin ja vorbereitet. Ich habe ja alles dabei. Du willst jetzt eine Maske anziehen? Ja, Mann, ich bin noch nicht von vorgestern. Willst du auch? Nein, danke. So, dann sieht das aus wie eine Wollmütze, ja? Warte mal, was hat das denn jetzt für einen Bezug auf das Spiel? Gar keinen. Ach so, okay, du willst einfach mal fühlen. Pass auf, Hamid. Du hast mich schon auf einige Fehler hingewiesen und du hast vollkommen recht. Deshalb ziehe ich mir jetzt als erstes einen Hoodie an. Oh, warum? Damit man meine Tattoos und so nicht sieht. Jetzt steigen wir aus. Und jetzt gehen wir ja unauffällig lang. Wenn du eine Brille trägst, würde ich Kontaktlinsen reinlegen. Ja, jetzt bringt er jetzt, dann siehst du ja neben dem Bildschirm nicht. Na doch, doch, ich bin ja kurzsichtig. Guck mal, von hier können wir ein bisschen. Guck mal. Kannst du aufs Auto? Ja, ja, ja. Du kannst ja direkt rein gleich. Nicht schlecht. So, jetzt würde ich die Maske anziehen. Schon mal sicher. Auf jeden Fall. Ja. Ich komme hier gar nicht lang. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht lang. Scheiße. Nee, ich bin stuck. Oh, Hamid! Was mache ich jetzt? Kannst du klettern? Nee. Geh doch einfach mal rein erstmal. Ich gehe einfach mal rein. Okay, also ich habe jetzt die Maske auf. So erkennt mich niemand. Kriechst du gerade, oder? Ja, ich gehe gerade in den Hocker. Guck mal, das ist aber auch eine Bude, oder? Ja. Alles aus Glas, meine Fresse. Ja, ich suche ja immer noch Kameras, aber anscheinend. Ich guck die ganze Zeit schon mit. Okay. So, hier geht's nicht weiter. Kannst du da nicht rüberklettern? Hier ist eine Tür. Ja. Kann ich aufknacken? Ah, du hast ein richtiges Gerät dabei. Na klar, klar. Nicht sofort reingehen, guck erstmal. Vielleicht ist da ein Hund. Der gibt dir dann den Rest. Oh. Ah, so, bitteschön. Geh zurück, der sieht dich sonst. So, was macht der denn jetzt da? Scheiße. Kannst du denn hingehen und ihn fesseln? Nee, das ist das Ding. Also in dem Spiel gibt es keine Gewalt. Mhm. Ich habe zur Sicherheit habe ich immer eine Knarre dabei. Naja, falls was schief läuft. Oder nicht. Echte? Nein. Zeig mal. Nein, guck dir das an, das ist Softair. Ich würde Aber was soll ich denn Stelle, sonst mitnehmen? Messer? Ich würde an dieser Stelle aufhören zu referieren. Wegen der Verantwortung, die dahinter steht. Ja, ja, ist okay. Aber was würdest du denn sagen? Okay, eine Flasche Wodka. Flasche Wodka? Mhm. Wenn du erwischt wirst, trinkst du so schnell und so viel wie möglich davon wegen... Wegen unzurechnungsfähig. Ja, ich hab Wasser ohne Kohlensäure. Das ist... Scheiße. Okay, wir wollen da die Treppe hoch. Dahin sitzt er. Guck mal jetzt. Ah, der ist weggegangen. Nee, er sitzt jetzt da. Guck mal, er sitzt ein bisschen in der Luft. Oh, jetzt hat er keine Haare mehr. Komischer Typ, oder? So, was passiert jetzt? Er geht weg? Nicht, dass er zu dir kommt. Nee, der geht weg. Er geht weg, super. Gleich kannst du jetzt rüberlaufen nach links. Ja, lauf schnell. Geh. Hoch. Schnell. So, wir haben es geschafft. Dann müsste ja die Balkontür jetzt offen sein. Du musst nur gucken, dass hier niemand... Ja, die ist offen. Ja, rein. Langsam. Okay, weißt du, was das für ein Gefühl ist, so? Ich bin gerade wieder 25. Eieiei, Hamid. So, wir sind drin. Das ist Skateboard. Was, wirklich? Da? Kannst du das tragen oder hört er irgendwann auf und sagt, du kannst das nicht mehr tragen? Ich kann das tragen. Okay, dann geh, hol's. Das Kumpel. Scheiße! Irgendwas passiert. Okay, ich nehme jetzt einfach schnell das Skateboard. Versuch wegzukommen. Ich verstecke mich im Schrank. Ah, auch gut. Hamid, alles cool. Guck mal, jetzt mal die Licht an. Ey, das ist voll aufregend, ohne Spaß jetzt. Hamid, was mach ich jetzt? Ich sag das nicht für die Kamera. An dieser Stelle hätte ich jetzt Wodka rausgeholt. Nein, das ist richtige Facharbeit, weil du musst jetzt den Schaden reduzieren, wenn sie dich kriegen. Jetzt ist die Frage, weil wir schon mal drin sind, ob wir noch mehr mitnehmen. Auf jeden Fall. Es gibt Einbrüche, die dauern 2-3 Tage lang. Weil du immer wieder reingehst? Nein, bleibst drinnen. Warst du mal so lange in einem Haus?
du schläfst da ja nicht. Du gehst da hin zum Beispiel, du holst ganz normal einen LKW, fährst dann davor und kommst mit drei Jungs mit einem Blaumann, dann bringen die Nachbarn dir noch Essen, Getränke, Brötchen. Weil die denken, du bist Umzugsunternehmen oder was? Ist das passiert? Was? Weißt du noch damals, wo diese riesen Kühlschränke kamen, wo so Eis machen und so? Ja. Alles eingepackt. Die Steckdosen. Ihr habt die Kühlschränke mit Steckdosen. Die waren aus Gold, hat 120 Euro kostet eine Steckdose. Alle abmontiert. Okay, einmal zurück. Also wir haben jetzt schon 7:30 in der Früh. Wir müssen hier langsam raus. Komm. Ja, probier. Oh, Scheiße. Fuck. Okay, ich renne. Das kannst du schaffen. Nein, das kannst du schaffen. Für Skateboard, Hamid. Komm. Was? Das ist wieder abgeschlossen. Scheiße. Hamid! Okay, aber wir wissen jetzt, wo es ist. Okay, pass auf. Wir sind jetzt wieder hier. Ich mach das jetzt auf meine Art, ja? Mhm. Wir gehen rein. Schnell. Tür zu. Ja, wir nehmen das Ding mit. Zack. T-Shirt Surplus 700. Was ist das hier? Jacke Surplus 900, zack. Nein! Kommst du raus? Schrank. Mann, wie haben die mich entdeckt? Kannst du nicht irgendwie vom Dach runter raus? Du meinst so richtig springen, richtig? Könnte ich probieren. Oh, psst. Perfekt. Go. Was macht die nette Frau? Da. Hey! Warum lachst du? Die macht das Licht aus und setzt sich um 6 Uhr morgens dunkel auf die Couch. Wie soll man so arbeiten? Vielleicht weiß die, dass wir drin sind. Sie wartet. Jetzt sitzt sie da, siehst du das? Ist das die gleiche? Ja, die sitzt jetzt auf der anderen Couch. Was ist mit der? Jetzt hat die wieder Licht ausgemacht. Renn, scheiß drauf. Geh. Ich schleich, die sieht mich nicht. Guck, die ist dumm. So, und jetzt ruhig, Ruhe bewahren. Okay, scheiße. Go. Schaffst du. Mann. Anzi! Scheiße. Hamid. Die hat mich von drinnen gesehen. Warte mal, wie kommen wir von da gut raus? Ohne diesen Entschlitz. Warte mal. Können wir von da oben rausspringen? Das war ja mein Gedanke. Ja, easy. Locker. Sicher? Das geht. Über den Stuhl hoch. Dann muss es ja nicht mehr runtergehen. Ja. Langsam runter. Guck mal, ich flüster sogar schon. Warum auch immer hat die mich gesehen. So, jetzt T-Shirt. Langsam, du warst zu schnell. Ja. Pullover und Skateboard. Da und ist, dann... warte, da ist ein Dings. Nimm, Schrank. Ich verstehe das nicht. Wir warten wie eben, dass sie weg sind. Wenn es dunkel ist, kannst du ja gehen, auch wenn sie da ist. Genau. Schleichen. Und dann springen wir einfach über den Balkon. Dann weichen wir den ganzen Securities aus. Das muss jetzt klappen. Die Luft ist rein. Oh, guck mal. Ah, das ist der Kubus. Oh, den müssen wir schleppen. Ich will nicht gierig sein. Doch, geh. Wo willst du denn raus? Wir springen da drüber. Komm schon, das schaffst du. Komm. Jetzt Achtung. Lass ihn da. Ich lass ihn da, komm. So, und jetzt? Weg. Einfach wegstecken. Nein, guck so. Oder? Geh zum Auto. Ich bin Zivilist. Nein, geh zum Auto. Ja, aber, oder? Nein, das Auto. Okay. Ab wann ist es geschafft? Wenn wir den Block verlassen haben. Aber alles cool. Wir sind durch, Hamid. Das war's. Wow. Jetzt nach Hause. Zack. 5 Sachen geholt. Die Skulptur ist da geblieben. Nee, wir haben das 2 T-Shirts, die Jacke, das Skateboard und... Um die Skulptur. Verkaufe das Skateboard Surplus über Black Bay. So heißt hier das Darknet. Skateboard, 5.000. Ja, 1.600 war ja nur geplant, ne? Ja, das 5.000, meine Fresse. So, ne, wir haben am Anfang kurz darüber geredet. Du warst früher Einbrecher, aber du bist es nicht mehr. Das heißt, alles, was wir hier heute auch besprochen haben, war natürlich diente zur Unterhaltung. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive nochmal sagen, warum es Quatsch ist, in die Richtung zu denken, dass man auch Einbrecher werden könnte. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn du jetzt in diesem Spiel
super stark erfolgreich bist. Ich möchte betonen, dass du 7 oder 8 Mal erwischt wurdest. Ja. Und wenn es nur 5 Mal waren. Ja. Wirklich und in echtes Game Over. Klickst du da gibt's auf die Seite und so, dann bist du erstmal 4, 5 Jahre weg. Und dann ist dein komplettes Leben verbaut. Hamid, danke dir. Ja, ich bin auch froh, hier gewesen sein zu können. Und das war super interessant. Und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Ja. Vielleicht machen wir nochmal einen Einbruch. Checkt da gerne das Buch auch ab von Hamid. Checkt seinen TikTok-Kanal ab. Er hat einen nagelneuen. Bis zum nächsten Mal.